Heute lese ich euch wieder einen Turnbericht von unserem Kunden und inzwischen auch Freund Hermann Winkler vor. Der war nämlich in Sizilien unterwegs und hat unter anderem auch die Liparischen Inseln besucht. Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei uns seid, hier auf unserem Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzun, ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch leidenschaftlicher Segler. Ja, und als Yachtcharteragentur ist es natürlich unsere Hauptaufgabe, euch dort draußen die richtigen Schiffe bei den richtigen Vercharterern an den schönsten Plätzen dieser Erde zu organisieren, euch diese Schiffe zu vermitteln. Und zu diesen Menschen gehört unter anderem auch der Hermann Winkler, ein inzwischen nicht nur Kunde, sondern auch guter Freund, der die schönsten Turnberichte schreibt, die ich kenne. Und zwar schön unter anderem aus dem Grund, weil sie extrem informativ sind und nicht nur so ein bisschen dieses normale Crew-Geschehen schildern, sondern wirklich auch Hintergrundinformationen liefern über die Reviere vor Ort, über die schönsten Plätze vor Ort, über das, was man auch kulturell sich anschauen kann. Und er hat auch eine interessante Webseite. Auf dieser Webseite präsentiert er immer all seine Turns, all seine Berichte. Und wer da mal einen Blick drauf werfen möchte, der geht einfach mal auf www.w-sailingteam.com. Und da wird man schon mal Augen machen, denn dieser Mann hat wirklich schon einiges auf der Welt gesehen, hat schon viele Reviere bereist und organisiert auch immer Turns, bei denen man sich dann auch als einzelnes Crewmitglied eben anmelden kann, sich bewerben kann und die nimmt er dann mit auf seinen Turns. Also ich finde es eine tolle Sache, vor allem ist es eben so schön, diese Berichte zu lesen. Also wie gesagt, einfach mal draufgehen, einfach mal gucken, inspiriert euch einfach, lasst euch ein bisschen erzählen von ihm, was er vor Ort so erlebt hat. Und hin und wieder lesen wir eben auch mal den einen oder anderen Turn von ihm hier im Zuge unseres Podcasts vor. Und dieses Mal geht es um Sizilien. Er war erst vor ein paar Monaten da. Das war jetzt erst im September. Und es war war so ein kleiner Marathon. Und wir haben viel geschwitzt, alle zusammen. Klappt es nicht. Nicht, dass es wieder irgendeinen Lockdown gibt. Aber am Ende hat alles funktioniert. Er war einer derjenigen, die eben die Möglichkeit genutzt haben, trotz dieses verrückten Jahres, sage ich jetzt mal, seine Turnpläne nicht umzuschmeißen, sondern eben diesen Turn wahrzunehmen. Und in diesem Bericht schildert er, was er vor Ort erlebt hat. Und ich freue mich sehr, ihn jetzt hier vorlesen zu dürfen und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Sizilien, Äolische Inseln, Segeljacht Senza Pensieri 3, 6. bis 18. September 2020. Von Porto Rosa nach Cefalù, Palermo, Mondello, San Vitolo Capo, Ustica, Tropea und zu den Äolischen Inseln. Crew: Corinna, Peter, Julia, Bertrand, Hermann. Yacht: Beneteau 45, Baujahr 2019. Sizilien ist in vielerlei Hinsicht besonders. Durch die Lage der größten Insel des Mittelmeeres an der Grenze zweier Kontinentplatten, der eurasischen und der afrikanischen, hat der Vulkanismus hier eindrucksvolle Landschaften erschaffen. Neben dem über 3000 Meter hohen Ätna im Osten findet man auch im Archipel der Äolischen Inseln, auch Liparische Inseln genannt, zwei sehr aktive Vulkane, Vulcano und Stromboli. Letzterer brach zuletzt im Jahr 2019 aus und befindet sich seitdem in einer Phase erhöhter Aktivität. Die zentrale Lage im Mittelmeer hat auch die wechselhafte Geschichte Siziliens geprägt. Immer wieder bemächtigten sich neue Eroberer der Insel, vermischten sich mit der bereits ansässigen Bevölkerung und hinterließen ihre Spuren in der örtlichen Kultur. In der Antike herrschten Griechen, Karthager und Römer, im Mittelalter Araber und Normannen. Darauf folgten Aragon, Spanien, Savoyen, Österreich sowie Italien. Heute hat Sizilien den Status einer autonomen Region Italiens mit umfassenden Selbstverwaltungsrechten.
Die verschiedenen Einflüsse sind an den unterschiedlichen Baustilen gut zu erkennen. Auch die sizilianische Küche zählt zu den ältesten und vielseitigsten Italiens. Eine typische Vorspeise und Zwischenmahlzeit sind Arancini, kleine gefüllte Reisbällchen, oder Sfincione, eine Art Pizza aus Brotteig. Pasta wird gern mit Sardinen oder Auberginen gereicht. An der Küste werden oft gefüllte Fische serviert, wie zum Beispiel die Sarde di Beccafino. Eine besondere Rolle spielen auf Sizilien Süßwaren, deren Rezepte teils aus arabischer Zeit stammen. Berühmt sind etwa die Cassata, eine farbenfroh dekorierte Torte, sowie Cannoli, mit Ricotta-Creme gefüllte Teigrollen. 6.9.2020. Von Porto Rosa nach Cefalù, 55 Seemeilen. Gleich nach dem Auslaufen aus der Marina Porto Rosa können wir das imposante Capo Tindari mit der daraufliegenden weißen Lagune bestaunen. In der auf den steilen Klippen erbauten Wallfahrtskirche wird das Bildnis der schwarzen Madonna verehrt. Der Legende nach soll ein kleines Kind vom Berg in die Fluten gestürzt sein. Die Mutter betete in ihrer Not zur heiligen Mutter Gottes, woraufhin sich aus dem Meer eine Hand erhob und das Kind rettete. Die Sandbank in der Lagune lässt sich als jene ausgestreckte Hand interpretieren. Unsere Route führt uns entlang der Küste Richtung Westen zu unserem heutigen Ziel. Einer der schönsten Ankerplätze Siziliens liegt vor der Stadt Cefalù, die am Fuß eines 270 Meter hohen Kalkfelsens erbaut wurde. Mit dem Beiboot sind wir in nur wenigen Minuten am Porto Vecchio, von dem aus man direkt in die engen Gassen der Altstadt eintauchen kann. Seine Blütezeit erlebte Cefalù im 12. Jahrhundert unter den Normannen, die unter anderem den Don San Salvatore mit Stilmerkmalen der arabisch-byzantinisch-normannischen Baukunst errichteten. Zwei wuchtige Glockentürme flankieren die Fassade. Im Inneren ist der Dom mit aufwendigen Goldmosaiken ausgestattet. Auf dem Burgberg der Stadt befinden sich Spuren aus prähistorischer und antiker Zeit. Dazu zählen die Reste eines Diana-Tempels aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, die Chiesa di Santa Anna, eine byzantinische Kapelle aus dem 7. Jahrhundert, eine Zisterne aus arabischer Zeit und eine Kastellruine aus normannischer und staufischer Zeit. Wir lassen uns durch die lebendigen Gassen treiben, verweilen, um die lokale Küche zu probieren und genießen dann von unserer Yacht den Ausblick auf den Lichterschein der Stadt unter dem aufgehenden Mond. 7.9.2020. Cefalù nach Palermo, 35 Seemeilen. Morgens fahren Bertrand und Hermann nochmals an Land und holen frisches Brot. Unter einem zunehmend bewölkten Himmel geht es daraufhin zum markanten Capo Zafferano. In der landschaftlich schönen Ostbucht treiben hunderte bräunliche Quallen. Also runden wir bei einsetzendem Regen das Kap und finden bald einen einladenden Ankerplatz. Hier können wir ein Bad im klaren Meer nehmen und Kaffee trinken. Das gleichmäßige Geräusch der Regentropfen auf unserem Bimini entbehrt dabei nicht einer gewissen Romantik. Nachmittags laufen wir den Hafen von Palermo an, wo wir in der City Mar Marina festmachen. 80 Euro, gepflegte Sanitäranlagen. Der freundliche Betreiber Ben reserviert für uns auch gleich einen Tisch im Restaurant I Cucci an der Piazza Bologna, wo man uns nach einem Spaziergang durch die abendliche Stadt mit Muscheln, Pasta, Fisch und Cannelloni vorzüglich bewirtet. 8.9.2020. Von Palermo nach Mondello, 8 Seemeilen. Unsere Erkundungstour führt zur zentralen Piazza Quattrocenti und zur Piazza Pretoria mit dem Rathaus und einem großen Springbrunnen. Ganz in der Nähe befinden sich die Kirche La Maturana und die im arabisch-normannischen Stil erbaute Kirche San Cataldo, gut erkennbar an ihren roten Kuppeln. Am eindrucksvollsten ist natürlich der Dom von Palermo, die Kathedrale Maria Santissima Assunta. In ihr befinden sich die Gräber der Staufer Heinrich VI. Und Friedrich II. Über eine enge Wendeltreppe kann man zum Dach hinaufsteigen und in luftiger Höhe die Aussicht über die Stadt genießen. Insider-Tipp: Eine der schönsten Ausblicke über Palermo hat man vom Campanile di San Giuseppe Cafasso,
gleich neben der ebenfalls sehenswerten normannischen Kirche San Giovanni degli Eremiti. Auf dem Weg dorthin kommt man auch am festungsartigen Palazzo dei Normanni vorbei. Früher Sitz der Könige, heute Sitz des sizilianischen Parlaments. Als es in den Gassen immer wärmer wird, kommt der Wunsch nach einem Bad im Meer auf. Also segeln wir bei gemütlichem Wind nach Mondello und ankern im türkisen Wasser vor dem 1,5 Kilometer langen Sandstrand des beliebten Badeortes. Die reizvolle Kulisse wird gerahmt von Monte Pellegrino und Monte Gallo. Vor dem Ufer steht das im Jugendstil erbaute Kurhaus auf Stelzen im Meer. 9.09.2020. Von Mondello nach San Vito lo Capo, 38 Seemeilen. Bei spiegelglatter See passieren wir das spektakuläre Capo Gallo, das heute ein Schutzgebiet für Greifvögel und andere Arten ist. Hier fand man auch Knochen des ausgestorbenen sizilianischen Zwergelefanten. Unser erstes Ziel ist heute die Tonara di Scopelo, eine der bedeutendsten und ältesten Thunfischfabriken auf Sizilien. Die Gebäude, teils aus dem 13. Jahrhundert, sind heute ein Museum. Wir kommen aber wegen der von Fraglioni gesäumten malerischen Bucht, die von 2 mittelalterlichen Türmen bewacht wird. Ein traumhaft schöner Platz. Von hier fahren wir noch 8 Meilen bis San Vito lo Capo, das vor dem markanten Monte Monaco an einem kilometerlangen Strand liegt. Letzterer wurde 2011 von TripAdvisor zum schönsten Italiens gekürt. Unser Anker fällt direkt vor Stadt und Hafen ins leuchttürkise Meer. In den belebten Gassen könnte man fast glauben, versehentlich in Afrika gelandet zu sein. Die maurischen Einflüsse sind nicht zu übersehen. Auf den Speisekarten vieler Restaurants werden Gerichte mit Couscous angeboten. Hauptsehenswürdigkeit ist das Santuario di San Vito, das ursprünglich eine Kapelle war, später zu einem Kastell ausgebaut wurde und mittlerweile wieder eine Kirche ist. 10.09.2020. San Vito lo Capo bis Ustica, 40 Seemeilen. Wir verlassen die Nordküste Siziliens und segeln bei hervorragendem Wind zu der abgelegenen Vulkaninsel Ustica. Nach wenigen Stunden Fahrt erreicht man eine andere Welt. Abgesehen von ein paar Tauchern, die wegen dem Meeresschutzgebiet und dem Fischreichtum kommen, geht es auf Ustica ausgesprochen beschaulich zu, so als wäre hier die Zeit vor Jahrzehnten stehen geblieben. Wir nehmen einen Aperitif auf der gemütlichen Piazza Umberto in der Ortsmitte, welche vom Hafen aus über Treppen zu erreichen ist, und genießen das Inselflair. In einem Fischrestaurant lassen wir uns mit allerlei Köstlichkeiten aus dem Meer verwöhnen. 11.09.2020. Von Ustica bis Filicudi, 68 Seemeilen. Blitze zucken über dem kleinen Hafen. Ein Gewitter lässt uns das morgendliche Auslaufen zunächst verschieben. Dann geht es über die offene See zu den Äolischen Inseln. Bald ist kein Land mehr zu sehen und der Himmel verdunkelt sich. Glücklicherweise bleibt es entgegen der Vorhersage den ganzen Tag über weitgehend trocken. Aber kurz vor der Insel Filicudi erwischt uns eine Gewitterfront mit umso heftigerem Regen, so stark, dass man gerade einmal bis zum Bug der Yacht zu sehen vermag. Dann taucht vor uns La Canna, der Spazierstock der Äolen, aus den dunkelgrauen Wolkenschleiern auf. Die 71 Meter hohe Felsnadel ist der Überrest eines alten Vulkanschlots, der vor der Insel in den düsteren Himmel ragt. Bei dem kleinen Fischerdorf Pecorini a Mare werden die Boote an den Bojen von den Wellen wild umhergeworfen. Erst in der Obstbucht Filicudi Porto finden wir einen ruhigen Platz für die Nacht. Kurz nachdem Julia und Corinna in der Pantry verschwunden sind, zieht der köstliche Duft von frisch gekochten Speisen durch das Schiff. 12.09.2020. Von Filicudi nach Salina, 18 Seemeilen. Im Sonnenschein zeigt sich Filicudi von seiner lieblichen Seite. Ähnlich wie auf Ustica bietet sich auch hier ein Bild beschaulicher Idylle. Die Insel liegt abseits der Touristenströme und hat sich dadurch ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Zudem stehen 3/4 der Landschaft unter Naturschutz.
In der niedlichen Hafensiedlung gibt es einen kleinen Laden sowie ein Restaurant mit angeschlossener Bäckerei. Von dort kann man über eine Treppe den Berghang hinaufwandern und dabei bezaubernde Ausblicke genießen. Mittags geht es weiter zur Nachbarinsel Salina. Unterhalb des kleinen Dorfs Polara befindet sich einer der schönsten Ankerplätze des Archipels. Unter einem winzigen Fischerhafen ragen steile Klippen empor und die Kräfte der Natur haben einen imposanten Bogen aus Gestein erschaffen, der sich aus dem tiefblauen Meer erhebt. Über allem thront der Doppelvulkan der Insel Monte Fossa delle Felci, 962 Meter, und Monte de Porri, 860 Meter. Später geht es für uns entlang der eindrucksvollen Küste an die Ostseite zum Hauptort Santa Maria Salina. Der Hafen Porto delle Eolie ist der gepflegteste der Inselgruppe, aber wohl auch der teuerste mit 100 Euro. In den lieblichen Gassen mit den niedrigen bunten Häusern kaufen wir Kapern, für die Salina weithin bekannt ist. Tatsächlich werden 95% aller italienischen Kapern auf Salina und Pantelleria angebaut. Auch die Rebsorte Malvasia di Lipari gedeiht auf dem vulkanischen Boden besonders gut. Im Gegensatz zu den anderen Inseln des Archipels verfügt Salina über eine Süßwasserquelle und ist dadurch reich an Vegetation. 13.09.2020. Von Salina nach Stromboli, 27 Seemeilen. Die Westküste von Panarea beeindruckt bei der Vorbeifahrt mit schroffen Felswänden. Wir ankern aber 2 Seemeilen weiter an der unbewohnten Felsinsel Basiluzzo. Bizarre Felstürme erheben sich hier aus dem kristallklaren Meer und sorgen beim Schwimmen für eine atemberaubende Kulisse. Wir erleben eine böse Überraschung, als wir feststellen, dass unser Anker in 15 Meter Tiefe zwischen riesigen Felsbrocken verklemmt ist. Zu unserem Glück hat ein Italiener vom Nachbarboot eine Sauerstoffflasche dabei und kann den Anker befreien. Nun geht es zur spektakulären Westküste des gerade besonders aktiven Vulkans Stromboli. Oberhalb der Schiara del Fuoco, Feuerrutsche, erfolgt am Krater alle paar Minuten eine Eruption, gut sichtbar anhand dunkler, pilzförmiger Rauchsäulen. Manchmal ist auch ein dumpfes Grollen zu hören. Für die Nacht nehmen wir eine Boje vor der Ortschaft San Vincenzo und landen mit dem Beiboot an einer kleinen Mole in Fico Grande. Wer keine Lust oder Kondition hat, den 926 Meter hohen Vulkan, der derzeit gesperrt ist, zu besteigen, sollte jedenfalls durch die Dörfer und die äußerst reizvolle Landschaft der Insel bis zum alten Osservatorio wandern, circa eine Stunde. Vom Gastgarten des gleichnamigen Restaurants aus kann man beobachten, wie die glühende Lava in den Nachthimmel schießt und rot leuchtendes Gestein über die Schiara del Fuoco Richtung Meer rollt. Es fällt schwer, sich vom Anblick dieses kolossalen Naturschauspiels zu lösen. In einem Golfkart-Taxi geht es sodann in halsbrecherischem Tempo durch enge, dunkle Gassen zurück nach Fico Grande. 14.09.2020. Von Stromboli nach Tropea, 36 Seemeilen. Vorbei an Stromboli-Cio, einem alten Vulkanschlot, auf dem ein Leuchtturm steht, nehmen wir Kurs auf die Küste Kalabriens. Auf einer 40 Meter hohen Felsklippe thront die Stadt Tropea über einem Strand am türkisen Meer. Um sich vor dem Einfall der Sarazenen zu schützen, baute man die wohlhabende Ortschaft im 13. Jahrhundert in ihren jetzigen Zustand um. Die erhöht stehenden, bunten Gebäude sind von See aus ein wunderschöner Anblick. Auch ein Spaziergang durch die gut erhaltene Altstadt ist sehr lohnenswert. Vom Stadtmittelpunkt führt eine alte Pflastersteinstraße bis hinunter zu einem wunderschönen Aussichtspunkt zwischen den Häusern. Von hier aus genießt man einen atemberaubenden Blick über das weite Meer und die Wallfahrtskirche Santa Maria della Isola, die majestätisch auf einem Felsen erbaut wurde. Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit ist die normannische Kathedrale. Tropea ist auch für seine roten Zwiebeln bekannt, die besonders süß schmecken. Auf der zentralen Piazza Ercole lassen wir das lebendige Treiben bei einem Prosecco auf uns wirken. Im Anschluss sorgt die hervorragende Küche des Ristorante Nino e Marcella für kulinarische Freuden. 15.09.2020. Von Tropea nach Vulcano,
47 Seemeilen. Ein langer Schlag führt uns zurück zu den Äolischen Inseln. Der Himmel in der Region ist zunehmend bewölkt, bedingt durch einen Medicane, der sich südlich Siziliens bildet. Wir ankern im Porto Levante auf der Insel Vulcano. Die Bucht liegt an einem schmalen Isthmus, welcher Vulcancello mit der Hauptinsel verbindet und wo sich das sogenannte Tote Feld befindet. Die dortige Fumarolentätigkeit sorgt dafür, dass die Luft ringsrum mit penetrantem Schwefelgeruch geschwängert ist. Trotz der fast geschlossenen Wolkendecke ist uns noch ein romantischer Sonnenuntergang vergönnt. 16.09.2020. Von Vulcano nach Lipari, 5 Seemeilen. Morgens besteigen wir den 400 Meter hohen Gran Catere, auch Fossa genannt, der zuletzt im Jahr 1890 ausbrach und sich derzeit im Fumarolenstadium befindet. Der Aufstieg erfolgt in Serpentinen mit mäßiger Steigung, erfordert also kein besonders bergsteigerisches Geschick. Die Mühe wird bald mit famosen Ausblicken über die Nachbarinseln belohnt. Im Kraterbereich entweichen große Mengen an Gasen, die stark korrosive Säuren enthalten und sogar rostfreien Stahl zersetzen können. Manche Fumarolen sind zudem beim Austritt an der Oberfläche 400 Grad heiß. Es ist also Respekt vor diesem Naturphänomen geboten. Unter dem grauen Himmel wirkt die schroffe, zerrissene Vulkanlandschaft noch fremdartiger und hinterlässt bei uns einen bleibenden Eindruck. Nach der Wanderung suchen wir zur Erfrischung eine Badebucht an der Südspitze von Lipari auf. Anschließend gehen wir in der gleichnamigen Inselhauptstadt an einen der Stege des Yachthaber, 60 Euro. Unsere heutigen Liegeplatznachbarn sind Sea Shepherd, deren laufende Kampagne sich gegen die illegale Netzfischerei richtet. Wir genießen das abendliche Flair in den gemütlichen Gassen der Stadt und lassen uns im empfehlenswerten Ristorante La Cambusa Kosse und Oktopus servieren. 17.09.2020. Von Lipari nach Lipari, 18 Seemeilen. Die Burg von Lipari stammt aus dem 16. Jahrhundert und beherbergt die barocke Kathedrale San Bartolomeo sowie das archäologische Museum. Sehr schön ist auch der alte Hafen Marina Corta mit der Piazza di Sant'Onofrio und der Kirche Anime del Purgatio. Die besten Mehlspeisen bekommt man in der Pasticceria Suba. Von Zeit zu Zeit regnet es. Am Nachmittag segeln wir ein wenig entlang der Ostküste der Insel und gehen bei den berühmten Faraglioni schwimmen. Endlich kommt die Sonne wieder hervor und lässt die Felsküste in den schönsten Farben erstrahlen. Die Nacht verbringen wir erneut im Yachthaber. 18.09.2020. Von Lipari nach Porto Rosa, 31 Seemeilen. Zunächst geht es heute nach Porticello, wo die Küste Liparis dank des früheren Bimsteinabbaus in grellem Weiß leuchtet. Das Meer vor den verwaisten Abbauhalden und Gebäuderuinen schimmert in hellen Türkistönen und verleiht diesem Lost Place einen Hauch von Südsee-Feeling. Von hier aus setzen wir Segel Richtung Sizilien. Ein weiteres Mal bewundern wir die bizarre Landschaft der Insel Vulcano, welche an Steuerbord vorüberzieht. Bei 5 bis 6 Beaufort Wind und 2 Meter hohen Wellen bietet sich ein exzellentes Segelvergnügen. In der reizvollen Lagune von Tindari nehmen wir ein letztes Bad im Meer und Peter serviert noch einmal Kaffee. Abends in Porto Rosa, dem Heimathafen unserer Yacht, erwartet uns im Restaurant La Plaza schließlich ein famoses Abschlussdinner mit Austern, Garnelen und einigem mehr. So, er schafft es dann doch immer wieder, dass ich richtig Heimweh aufs Boot bekomme. Dass, ja, dass man einfach wieder Lust hat, aufs Wasser zu gehen. Also diese schönen Revierberichte, beziehungsweise diese Turnberichte besser gesagt, sind doch, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, einfach sehr wertvoll und sehr informativ, weil sie eben einfach ein bisschen mehr als nur den, ja, nur so den groben Tagesablauf der Crew beschreiben, sondern eben auch ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Hermann Winkler, dass du uns wieder die Möglichkeit gegeben hast, hier deine Erlebnisse quasi nach außen zu tragen.
Und wie ja zu Beginn auch schon gesagt, wer mal Interesse hat, sich diese tollen Revier- bzw. Turnberichte mal durchzulesen, der sollte einfach mal auf seine Webseite gehen. Unter w-sailingteam.com kann man einfach mal bei ihm auf der Webseite vorbeischauen. Ja, und kann da noch so einige weitere tolle Informationen über diese tollen Segelreviere erfahren. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuhören, mir zu lauschen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr über eine positive Rezension, über welchen Kanal ihr das jetzt auch immer hören mögt, zum Beispiel iTunes oder eben Soundcloud oder Podbean oder was es da auch immer so alles gibt. Ansonsten auch sehr gerne bitte einfach eine Rezension verfassen oder wenn ihr einfach mal Wünsche habt oder wenn ihr euch sagt, Mensch, das eine oder andere, das könnte der Ömit doch auch einmal hier im Zuge seines Podcasts behandeln. Einfach eine E-Mail an info@charterbar-yachting.de und ja, teilt es mir einfach mit. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wie gesagt, bis nächste Woche. Wir hören uns hier auf unserem Podcast. Macht's gut und bis dann. Euer Ömit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.